Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarin zu einem neuen Part Pokémon, die gelbe Edition mit dem zweiten Fürst. Ja, spielen wir es mal wieder. Hier sind wir nicht auf der Zinnoberinsel oder auf dem Weg dorthin im Vorgewässer, sondern wo sind wir hier? Was sagt das Ortsschildchen uns? Fuxania City. Ja, da sind wir bei Knoga wieder. Sind wir ein bisschen zurückgegangen. Heute habe ich nämlich Folgendes vor. Ich muss euch eigentlich gar nicht mehr sagen, es steht ja schon im Thumbnail. Es steht wahrscheinlich nicht im Thumbnail. Was steht im Titel und ist im Thumbnail. Ja. Ganz offensichtlich in die Safari-Zone. Da wollen wir heute rein. Da müssen wir aber hier erstmal die Zerschneiderbüsche zerstören. Heute möchte ich mit euch gemeinsam den natürlich kein Glutexo Zerschneider. Logisch. Und wer auch sonst. Tauboga vielleicht? Oder nein. Achso. Ich kann den Felsen jetzt bewegen. Zerschneider. Ja komm. Ich möchte mit euch heute nämlich den Sunny Town Glitch versuchen. Mal schauen, ob ich den heute schaffe. Der Sunny Town Glitch geht folgendermaßen ab. Hier müssen wir einmal hineingehen. Einmal in die Safari-Zone bezahlen wir das ganze Ding für nur 150 für 500 Pokédollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Bla bla bla. Ja, die Zeche bezahlen. Die Sache bezahlen. So, und dann gehen wir hier umher. 170 waren es, glaube ich, 170 Schritte, die wir jetzt laufen müssen. Ja, hier haben wir die Schrittanzahl 170. Müssen wir hier ein bisschen in die Gegend rumlaufen. Ein bisschen um das Haus herumlaufen. In dieses Haus geht's später, ja. Müssen wir hier ein bisschen durch die Gegend latschen, bis wir die 170 erreicht haben. Zeige ich euch mal ganz schnell. Da spule ich auch mal ein bisschen vor, damit ihr nicht hier 100, über 100 Schritte sehen müsst. Ja. Okay. 170 brauchen wir ungefähr. Ungefähr, nicht genau. Und 80, ja. Ja, und rein da. Okay, dann hier mal ins Haus. Mal ein bisschen guten Tag sagen. Hallöchen. Wie geht's euch so? Wenn man dann 150 hat, mal hier rausgehen. So, und zack. So, dann fragt er, hast du keinen Bock mehr? Doch, ich habe noch Bock. Ich will nämlich weitermachen. So, dann gehe ich hier wieder rein in die Butze. Und dann speichere ich hier meinen Spielstand zwischen. Und ja, speichern. Zack. Und dann starte ich das Spiel neu. So, und wenn es jetzt geklappt hat, ja, sind wir hier in der Safari-Zone. Wenn wir jetzt hier rausgehen, sagt er uns nicht, ciao, geh weg,
bis später, sondern willkommen in der Safari-Zone. Der behandelt uns so, ja, der sagt uns guten Tag, als würden wir von draußen kommen. Dabei kommen wir doch aus der Safari-Zone. Wir wollen raus. Wir wollen die Safari-Zone verlassen. Willkommen in der Safari-Zone. Dann will er wieder von uns Eintritt in den Park. Ja, und diesmal wollen wir, ja, wir wollen in die Safari-Zone rein. Und ja. Okay, jetzt auf die Safari-Welle. Okay, jetzt bin ich gespannt. Verdammt! Jetzt habe ich es, glaube ich, verkackt. Ach, was jetzt verdammt. Verkackt. Ah, die Lösung ist da Nein zu sagen. Und dann kann man raus. Lässt er einen wieder rein in die Safari-Zone. Das heißt, raus. Okay. Habe ich jetzt gerade verkackt, die Sache. Also auf ein neues. Laufe ich wieder im Kreis. Auf die Hoffnung, dass es jetzt klappt. Okay, haben wir gleich wieder. So, rein da. So, dann hier ein bisschen rumquatschen. Tada, hallo, wer seid denn ihr? Dann hier wieder raus bei 150 und zack. Hast du keine Lust mehr? Nein, doch, ich möchte weitermachen. So, dann gehe ich hier zurück, so waren die Abläufe. Dann speichere ich aber hier das Spiel ab. Ja, ich möchte speichern. Und dann starte ich das Spiel neu. Gar kein so schwerer Glitch. Man sollte es vielleicht doch nicht zu oft machen, weil sonst, ja, das Spiel auch mal kaputt. Zack. So, willkommen in der Safari-Zone. Okay, wir kommen, der denkt jetzt also, wir kommen von draußen und wollen in die Safari-Zone rein. So, aber wir wollen noch bleiben. Ich will nicht in die Safari-Zone. Ich möchte keinen Eintritt zahlen. Nein, ich möchte bitte raus. Okay, besuch uns bald wieder. Jetzt dürfen wir gehen. Okay. Ja, ich gebe zu, ich benutze jetzt hier eine kleine Hilfe. So, fliegen. Zur Zinnoberinsel müssen wir jetzt fliegen. Schau mir an, wie man das macht. Hier ist alles noch in Ordnung. Zur Zinnoberinsel. Jetzt gehen wir da an den Rand und setzen Surfer ein. So war das, glaube ich. So. Surfer. Gesteckt auf Schlock. Okay, jetzt müssen wir hier an der Seite lang schwimmen. Hin und her, hin und zurück. Und jetzt zählen noch, obwohl wir es nicht sehen, die Safari-Zonen-Schritte, die Safari-Zonen-Voraussetzungen. Demnach können jetzt hier unter Umständen auch Pokémon auftauchen, die aus der Safari-Zone sind. Könnt ihr jetzt durchaus mal so ein Erz-Pokémon oder ein Kampf-Pokémon auftauchen. Ist aber recht unwahrscheinlich, glaube ich zumindest, dass hier am Rand was auftaucht. Und dann kommt die Durchsage. Gong! Ja, die Safari-Zone-Zeit ist vorbei. Deine Zeit ist um! Denn Safari-Tour ist vorüber. War die Jagd erfolgreich? Besuche uns bald wieder. So, jetzt gehen wir hier raus. Ja, wir haben die Safari-Zone verlassen. Und ja, da sind wir in Sunnytown. Ja, eine verbuggte Stadt. Ja, das ist, die ist nicht, das sieht nicht so sonderlich gut aus. Das ist auch nicht so phänomenal. Es ist halt nur hier die, ja, 9 und 2 und 7. Und da rennt Pikachu weg. Pikachu, bleib hier! Es glitscht halt hier alles. Pikachu, nicht weglaufen! Ein Pikachu ist dann in die Häuser reingerannt. Ja, schön.
Kann ich auch durch die Häuser durchlaufen. Ja. Da glitscht Pikachu rum. Pikachu! Nein! Ja, das ist Sunny Town. Ist nicht mehr als ein... Ja, jetzt sitze ich auch hier fest auf einem Fleck. Habe ich mich festgebackt. Festgeglitscht. Ist nicht mehr als ein Programmierfehler, der halt durch diesen Glitch auszulösen ist. Und ja, da ist halt lediglich dieser, ja, ein Texturenbug vorhanden. Ja, hier sollte man auf keinen Fall zwischenspeichern. Da kommen wir jetzt am besten raus, indem wir jetzt nichts verkacken. Aber wir müssen jetzt fliegen. Fliegen einsetzen. Und dann fliegen wir in eine andere Stadt, um der ganzen Sache zu entkommen. Ja, speichern sollte man, wie gesagt, wirklich nicht, weil dann ist man in der Stadt gefangen. Wir ziehen mal wieder zurück zu der Zinnoberinsel. Da haben wir noch einen Arenaleiterkampf zu bestehen. Ja, und jetzt sind wir hier wieder. Pikachu ist bei mir geblieben. Der ist nicht in Sunny Town verrückt, verglitscht. Ja, alles beim Alten, das Team ist auch noch da, können wir mal gucken. Ja, komplett. Georg, Shilock, Glutexo, Pikachu, Smetbo und Taugoboga. Alles beim Alten. Und dann können wir das Spiel weiterspielen. Sonst wäre der Glitch nicht gewesen. Ja. Pokémon Center, Pokémon heilen. Ja, da habt ihr das mal gesehen. Ich hab's zwischendurch mal ein bisschen falsch gemacht, aber... Perfekte, noch keine perfekte Demonstration des Glitches, aber ja, ich habe auch nach Anleitung gemacht. Ich habe das auch nach Anleitung gespielt. Ja, so aus dem Kopf ist es ein bisschen schwer, das hinzukriegen. Aber dafür sind ja andere YouTube-Videos da. Für euch jetzt meins. Für mich war es ein anderes. Kann ich euch ja verraten, ist kein Geheimnis. Der Domtendo, der macht da mal. Der hat da schon ein Pokémon erste Generation Video zu gemacht und ja, danke an Domtendo, dass du das mal vorgeführt hast. Da konnte ich es jetzt mal nachmachen. Auch YouTuber können von anderen YouTubern, von größeren YouTubern sich was abgucken. Ja, da wären wir jetzt wieder in der Arena. Ja, das ist ganz unangenehm. Tut ziemlich weh. Wir sind noch zu schwach dafür, aber ich glaube, wir versuchen uns in diesem Part noch einmal zum Ende hin mal. Ja, irgendwann müssen wir den 7. Arenaleiter bestehen, den Kampf gegen ihn bestehen. Ich speichere vielleicht mal zwischen. Nicht, dass wir dann, ja, einmal speichern. Nicht, dass wir dann im nächsten Part wieder in Sunny Town aufwachen. Ja, hier, der 7. Arenaleiter, wie ihr sehen könnt, der 8. Oh, wer das wohl sein mag, ein großes Mysterium. Es ist Giovanni natürlich. Ja, sorry, wenn ich jetzt spoiler, das Spiel ist von 1935. Ja, ihr hattet genug Zeit, euch zu informieren und das Spiel zu spielen und ja, die Fakten zu kennen. Ja. Aber er jetzt. Pyrum heißt er, glaube ich. Der 7. Arenaleiter. Na dann. Kann ja nur schwierig werden. Was haben wir an Trinken mit dabei? Tränke oder irgendwas in der Art. Haben wir natürlich nichts mit dabei. Warum auch? Wer braucht schon Tränke in einem Pokémon-Kampf? Geld haben wir schon mal genügend. Na dann, auf geht's. Ein vergeblicher weiterer Versuch. Hahaha. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Ja, klar. Habe ich mit dabei? Warum denn auch nicht? Der hat ein paar Pokémon. Mein erstes Pokémon, was er einsetzt, ist Georg.
habe ich denn keinen Wasser-Pokémon? Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Klar habe ich einen Schluck, Level 29. Ja, ja gut. Setz mal Schaufler ein. Das ist vielleicht besser. Versuchen wir es mal. Ist verwirrt. Ja, natürlich. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja, das ist auch so eine unlogische Sache. Vor Verwirrung sich selbst verletzt. Oh, Mann. Je. Na komm. Gräbt sich ein. Na komm, mach was draus. Georock. Schaufler. Bats. Das müsste doch eigentlich was bringen. Ja, Voluna wurde besiegt. Sehr gut. Gut, dass wir keine Tränke dabei haben. Georock ist zur Hälfte schon besiegt. Wahrscheinlich das stärkste Teammitglied. Wie es ausschaut. Galoppa. Ja, los, Schaufler, vergrab dich ganz schnell. Ich sagte, vergrab dich ganz schnell. Sonst wirst du begraben. Von Galoppa. Na komm. Level 50 gegen Level 43. Ja, mein Team ist wahnsinnig unterlevelt, underlevelt. Wie ihr es nennen wollt. Aber 2 von 3 haben wir besiegt. Und wer sich jetzt noch schnell begraben kann, ohne vorher begraben zu werden. Ja. Immer vielleicht noch eine reelle Chance. Los, Schaufler, 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 Schaufler und Schaufler. Los, buddel dich runter. Du bist noch schwach. Ja, komm. Nice. So können wir es uns vielleicht erschummeln. Schaufler. Na komm. Ah, verdammt. Das bringt nicht sehr viel. Reflektor. Na komm, 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 na komm. Nice. Bodycheck geht jetzt daneben. Puh, das wäre ja auch schlimm. Oh, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Feuersturm. Ah, verdammt, das ist das Ende von Georock. Aber Kani ist schon fast besiegt. Kriegen wir den noch hin? Mit dem Rest des Teams. Und dann wird gleich ein Trank eingesetzt und es ist vorbei. Level 29 Schillock. Naja. Den kriegt er doch mit einem Klacks weg. Na komm, Surfer. Das muss doch effektiv sein. Gegen ein Feuer-Pokémon. Na komm, na komm, na komm. Knapp. Das wird jetzt hier spannend nochmal zum Ende des Parts. Ah. Wenige KP ist hier. Ja, da kann ich schon nicht mehr reden hier. Na komm, Aquaklare, bringst zu einem Ende. Mach's fertig. Arcani wurde besiegt. Nice. Zwecke besiegt Pyro. Wow. Haben wir auch am Ende des Parts noch was Sensationelles, was Großartiges. Haben wir lange dran gesessen an diesem Trainer. Hui. Da ist sein Feuer erlöschen. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Kommen wir mal weiter an diesem Spiel. Nice. Ich habe auch ein bisschen offscreen trainiert. Ja, aber halt auch nur ein bisschen. Ohne Georock wäre es hier ein bisschen knapp gewesen. Ich freue mich schon auf die Top 4 hier in diesem Spiel. Oh Mann. Das kann ja nichts werden. Hahaha. Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Zwing erhält TM38. TM38 Feuersturm. Feuer-Pokémon können diese Attacken erlernen. Lutexo und Ponita sind dafür prädestiniert. Na dann, Lutexo, ich habe eine Attacke für dich. Das müsste ganz unten jetzt sein. TM38. Richtig? Feuersturm. Ja. Einmal Feuersturm für Georock natürlich. Und für Glutexo. So, Glutexo. Welche Attacke wirst du verlernen? Zugunsten von Feuersturm. Nein, nein. Was habe ich denn jetzt vergessen? Kratzer, okay, ja, ist in Ordnung. Akzeptiert. Feuersturm, das geht immer so schnell hier mit dem Klicken. Lutexo. Stärke und Zerschneider geht ja nicht. Status. Du wirst gerne deine Attacken. Oh, so siehst du gut aus. Attacken.
Hier, Feuersturm, Stärke, Glutzerschneider. Ja, ja. Kann man so anbieten. So schnell mal das Pokémon-Team heilen und dann geht's wahrscheinlich im nächsten Part weiter in der Story hier. Das freut mich, dass wir das mal geschafft haben, dass wir hier den Pyro, den 7. Arena-Orden geschafft haben, auf zum letzten Orden. Kann's mal weitergehen? Ist das nicht nice? Haben wir schon fast verzweifelt dran. Jetzt haben wir es doch mal hingekriegt. Kann das Let's Play ja weitergehen? Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, mach das mal, Schwester Joy. Hier hast du meine Pokémon. Dup, 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 dup. Ding, 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 ding. Auch immer wieder schön. So. Jederzeit wieder vorbei. Da haben wir es. Dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Der Sunnytown-Glitch und die Tatsache, dass wir gegen Arena Letter Pyro gewonnen haben und den 7. Orden abgestaubt haben. Und im nächsten Part geht es hier auf diesem Steg wahrscheinlich Richtung Norden weiter. Mal schauen, was uns so erwartet, wie die Story weitergeht. Naja, bis dahin habt ihr eine angenehme fröstliche Zeit. Ich speichere hier gerade mal zwischen. Das möchte ich bitte behalten, diesen Spielstand. Da seht ihr das 7 Orden. Ein sehr erfolgreicher Part, ein sehr cooler Part. Ja, ein Däumchen nach oben, wie gesagt, Glöckchen aktivieren, Abo dalassen. Ihr wisst Bescheid, habt einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich, wenn es hier weitergeht mit der Story oder in einem anderen Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.